Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Lily Looking Through. Wir haben es in der letzten Episode nicht geschafft, diese moppelige Fledermaus von diesem Turm zu bekommen. Und ich dachte mir, wir drücken mal die Hilfeoption. Und sie gibt uns... Sie gibt uns was vor, was ich vorher gar nicht gesehen habe. Wie schon gesagt, ich nehme alle Folgen gerade eben am Stück auf, deswegen... Kann ich leider nicht auf Kommentare oder sowas eingehen, was nicht bedeutet, dass ihr keine schreiben sollt. Immer rein damit. Okay, das ist wie ein Fahrstuhl. Geht's hier links noch weiter? Nein. Du kannst hier hingehen. Tu das mal. Und du kannst jetzt aber auch nichts an den Türmen. Hier war was. Ach, hier unten kann ich die Türme auch drehen. Nee, nur den. Ah, stimmt, den habe ich ja hier oben an dem Ding nicht drehen können. Ah. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich ihn hindrehen soll. Um ehrlich zu sein. Gehen wir mal logisch davon aus. Der einen zurück, dann haben die sich getroffen. Wenn ich dann einen Zacken hier lang habe und einen Zacken, also zwei Zacken, dann treffen die sich. Und hier ist es ja eigentlich auch nur noch. Nee, hier ist es nur ein Zacken, oder? Moment, die haben hier... Die beiden sind jetzt quasi gerade der Zacken hier. Und die haben sich vorher an dem hier getroffen. Und das ist an diesem Zacken. Das heißt, der geht noch eins, zwei, genau. Und hier geht er nur ein. Das heißt, wir müssen das Ding hier mal drehen. Was? Was? Ich bin jetzt hundertprozentig davon ausgegangen, dass wir das Teil hier drehen können. Ist das sowas wie eine Zwille? Kann ich das Ding abschießen? Moment, wir haben gar keinen Stein mehr, ne? Moment, hier hinten ist ein Steinhaufen. Wir probieren mal, ob wir uns davon was nehmen können. Spann den mal hier ein. Sehr cool. Okay, die ist weg. Wir können das aber wirklich offensichtlich überhaupt nicht drehen. Wir können das nur spannen. Ich kann auch hier in der Mitte nichts drehen, oder? Nee, sie spannt nur wieder. Können wir das da oben treffen? Denn wir müssen uns ja rein theoretisch eins nach hinten boxen. Wisst ihr, wir brauchen ja... Eins, zwei, damit die sich treffen. Und hier ist es ja nur eine Position. Ich probiere es nochmal. Aber ich würde behaupten, hier oben konnte man den nicht verstellen, oder? Probier es nochmal. Nee, sie schießt auch nicht viel höher. Wir gehen mal zurück. Eventuell ist es das auch gar nicht, was wir tun müssen. Jetzt können wir auf jeden Fall schon mal die Schirme von allen dreien ausfahren. So, dann latschen wir mal mit dir auf den mittleren Knopf und auf den letzten, damit alle Schirme ausgefahren sind. Weil ich glaube, das ist der Schirm, die Schirmeinstellung hier. Genau. Das ist richtig. Jetzt müsste hier noch Licht werden. Genau. Warum auch immer das wichtig ist. Und die letzte. So, dann drehen wir den Spaß mal eine Runde. Dann müsst ihr als nächstes das hier kommen. Jetzt probieren wir das nochmal. Das konnten wir doch. Konnten wir das machen? Ah, doch, es funktioniert.
Genau, dann ist es auch schon richtig. Nicht mehr berühren, denn wir brauchen 1-2 Positionen, damit sich das alles trifft. So. Jetzt latsch auf den mittelsten. Und dann müsstet ihr euch treffen. Genau. Sehr gut. Dann geh mal hier hin, junge Dame. Und rüber. Und jetzt hier als nächstes. Sehr gut. Nein, ich habe die Runde verpasst. Aber ist ja nicht schlimm. Okay. Dann würde ich mal sagen, hinterher der Fledermaus. Wir haben ganz aus den Augen verloren, dass wir da oben sitzt, sie. Auf dem halben Tempeldingens. Ich wollte gerade sagen, wir haben ganz aus den Augen verloren, dass wir den Schal und unseren kleinen Timmy hier hinten suchen. Wie auch immer er wirklich heißt. Okay, hier können wir irgendwie klingeln. Na, dann gehen wir erstmal dahin. Davor scheint ja erstmal nichts zu sein, was wir tun müssen. Blau, Grün, Gold. Wir fangen mal mit Blau an. Mhm. Okay, diese Schwingungen machen das Zeug hier unten so farbig. Und es war ein Laufsymbol. Mal gucken, ob das... Okay, das Laufsymbol haben wir aber immer. Jetzt ist die Brille da oben allein. Okay. Rutscht sie nochmal? Und ein drittes Mal wahrscheinlich. Aber ich befürchte, sie planscht dann ins Wasser, oder? Warum fängst du sie nicht? Moment, wenn wir sie aber gelb machen, kam doch die Schwingung hoch, oder? Oder klappt das nur, wenn es vorher grün war? Können wir ins Wasser springen? Können wir? Wir können auch wieder hoch. Wir können aber nicht nach der Brille tauchen oder sowas. Ich drück mal jetzt schon das nicht, dass ich hier noch irgendwas übersehe. Im Wasser geht offensichtlich nichts anderes mehr. Deswegen kämpf dich nochmal hoch, kleine Lady. Wir müssen dem Wasser eine andere Farbe geben. Blau ist also nicht das Richtige. Wir versuchen mal grün. Wir können ja auch währenddessen nichts machen. Ich springe einfach mal in die grüne Suppe rein. War auch nichts. Dann probieren wir den gleichen Spaß nochmal mit der gelben. Moment. Achso, wir müssen es ja vorher grün machen, damit es überhaupt funktioniert. Denn wir hatten gerade noch ein Laufsymbol, während das Zeug nach oben kam. So, wir machen es deshalb mal schnell. Wir probieren erstmal das. Nee. Sie springt erst später rein. Ich raff's gerade nicht ganz.
Dir können wir hier auch nicht auf Schlag helfen. Und im Wasser ist auch nichts anderes. Ich gehe noch mal da oben hin und betätige da noch mal das Fragezeichen. Ah, hier vorne ist auch noch irgendwas. Können wir von hier? Nee, wir können ja auch nicht mit ihm interagieren oder irgendwas machen. Ich kann auch nicht, dass ich hier irgendwas an den Bildschirmrändern übersehe. Ich glaube es bald nicht, aber man weiß ja nie. Gehen wir mal komplett rüber, weiter rüber geht's nicht. Während dieser Schwingung. Wir brauchen noch die Brille. Achso, wir müssen es ja vorher grün machen, damit das überhaupt funktioniert. Was passiert denn, wenn wir nach grün-blau drücken? Moment. Kann sie sich jetzt hier runterhangeln oder? Genau. Darunter schwimmen irgendwie. Eine Unterwasserwelt mit schönen Farben. Okay, haben wir aber noch mehr Farben. Wir haben zum einen andere als oben stehen. Hier ist irgendwas Grünes. Huch. Okay, lila, sowas wie blau, gelb und rot. Hier sind diese Tröten, da können wir irgendwas machen, da geht's. Okay, da geht's an verschiedenen Stellen irgendwie raus. Wir gucken mal, was sich dort befindet. Okay. Ich nehme an, dass wir irgendwie die Brille wieder bekommen. Und wenn wir die Brille haben, ist hier vielleicht gar kein Gitter drauf, sodass wir wieder da hochklettern können, wisst ihr? Aber hier haben wir jetzt anscheinend auch gar keine andere Chance, als nach unten zu tauchen wieder und dann zu gucken, was bei den verschiedenen Farben noch so da ist. Okay, wir hatten ja aber noch eine Zusatzoption. Wir konnten hier irgendwie rein. Ich erkenne teilweise gar nicht, was es so wirklich darstellen soll. Das ist ein bisschen blöd. Sieht für mich hier aus wie so eine Kuppel oder sowas, aber ich weiß gar nicht, ob es eine Kuppel ist. Sieht aus, als würde sie an der Oberfläche schwimmen. Müssen wir alles in die gleiche Farbe tauchen oder sowas? Habe ich schon verkackt, indem ich das gemacht habe? Ich kann ja die Dinger selbst. Moment, wir gucken mal lieber so. Aber man kann hier unten auch noch was machen. Okay. Alle grün. Kann ich das noch ein Stück verstellen? Nee, da macht sie es nur wieder hoch. Okay. Was passiert denn, wenn ich bei Rot nach unten mache?
Spieler. Wenn ich das jetzt gonge, da werden die roten lila. Okay, ich ziehe erstmal alle runter. Um zu gucken, was wir noch so für Farben haben. Ich nehme an, dass wir alles in eine Farbe tauchen müssen. Aber es ist jetzt die Frage, müssen wir alles in eine Farbe tauchen oder müssen wir alles in dieselbe Farbe tauchen? Okay. Sehe ich das richtig, dass ich es jetzt hier schon versaut habe an dieser Stelle und wir eigentlich wieder raus müssen, um das Rätsel nochmal zu machen? Ich husche nochmal raus. Oben die Dinger haben alle noch dieselbe Farbe. Also das Zeug hier ist weiterhin gelb. Ich glaube, das war auch der letzte Status, was wir gemacht haben. Und das ist weiterhin blau, grün, gelb. Müssen wir die so anordnen, dass die blau, grün, gelb sind? Waren die vorher so angeordnet? Ich weiß es nicht. Okay, wir können nichts versaut haben, denn es sieht alles noch genauso aus wie vorher und ich denke mal, dass es sich resettet hätte, wenn wir irgendwas falsch gemacht hätten. Wir müssen auf jeden Fall in die Kugel, glaube ich. Wir können an den Dingern aber auch nichts verändern. Wir können die nicht befingern oder sonst irgendwas. Liebe Leute, da wir schon wieder überzogen haben, knapp 2 Minuten... Und ich denke, bis ich das gerafft habe, dauert es noch eine Weile. Würde ich sagen, machen wir mal eine kleine Aufnahmepause und legen in der nächsten Episode wieder los, wenn es heißt Let's Play Lily Looking Through. Bis dann. Tschüss.